Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Fallout 76 zusammen mit mir, MGmus, mit auf dem Gaming Ninjas Kanal. Und ja, wir haben wieder was zu tun für fortgeschrittenere Sponsor-Training. Das ist wo? Das ist hier oben, beim Flughafen wieder. Es sind die ganzen Sponsor-Training hier unten. Ich finde es halt schade, dass mir missionstechnisch ein bisschen was verloren gegangen ist. Naja, vielleicht taucht es ja wieder auf. Vielleicht finde ich es ja wieder. So, ich mache eine Schnellreise für 13 Korken. Ist ja alle ganz einfach. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Deswegen setzen wir auch mal die Kronkorken ein und ja, ziehen hier schneller durchs Land. Ja, mein Camp ist gut belagert, muss man einfach mal sagen. Vielleicht muss ich da eventuell nochmal gucken, dass ich mehr Sicherheitsanlagen gebaut bekomme, weil das Zeug so offen rumstehen haben, ist jetzt nicht unbedingt geil, muss ich einfach mal zugeben. Hab ich zufälligerweise... Ist jetzt die Frage, kriege ich jetzt die Mission wieder? Ne, anscheinend nicht. So, egal. So, wir haben hier wunderbare 60 bis 80 Meter zur nächsten Mission. Auf die gehen wir natürlich munter wieder zu. Ja, natürlich, ihr verbrannten wieder. So, muss das sein? Autsch. Oh, ich habe wieder gut kassiert. Es ist echt mies. So, wieder die Knifte hier nehmen. Ist vielleicht doch gesünder. Ja, klar, ich habe an ihm vorbeigeschossen. Ey, der hat nichts dabei. Traurig. So, gehen wir mal wieder in den Flughafen rein. Da waren wir ja schon zwei, dreimal drin. Wieso auch immer ich wieder hier rein muss. Oh, noch jemand hier. So, da muss ich hier hoch. Bin irgendwie der Meinung, das habe ich alles schon durchgemacht. Aber ich werde sehen. Aber hier haben sich natürlich wieder ein paar Verbrannte niedergelassen. Na, komm. Immer das Kakerlakenfleisch mit. Was ist das? Eine Dinnergabel. So hat man eine Dinnergabel im Dingens bei. Im Badezimmer. Also das ist die Toilettentür zum Schließen. Machen wir mal hier auf. Gucken wir mal. Was? Skill 1 von 1. Gib ein mögliches Passwort ein. Wenn du es falsch geraten hast, zeigt dir Ähnlichkeitswert an, wie viele Buchstaben. Okay. Boah. Pech. Hm.
Es ist jetzt nicht unbedingt so einfach. Hä? Bitte nicht anfassen. Ich arbeite nur noch an der Systemwiederherstellung und will nicht nochmal ganz von vorne anfangen. Okay. Will aber trotzdem hier rein. Treffer 1. Treffer 0. Dürfte mit einem A sein. Treffer 1. Sperre eingeleitet, okay. Ein Treffer, Pocket. Es müssen zwei Treffer sein. Ist auch nur einer. Puh. Also das ist Next Level Shit gerade. Dippets sind zwei richtig. Sind es DP vielleicht? Nee. Wir hatten Pocket. Pocket mit einem. Dippet mit zwei Treffer. Sperre eingeleitet, oder wie? Ja. Ach komm. Lass mir meine Ruhe, da komme ich nicht rein, nie im Leben. Benötigt Terminal. Ich komme halt da nie rein. Ich habe halt das null verstanden jetzt. Ein Treffer. Das grenzt, glaube ich, an mich, bei mir für als Glück, dass ich das treffe. Sperre eingeleitet. Ah. Okay. Dann halt nicht. Probiere ich vielleicht später nochmal. So, ich sollte mich vielleicht zu meiner Mission begeben, in die Nähe dorthin. Mich mal kurz nicht um diese Schritte kümmern. Hier hoch muss ich. Hier irgendwo hin. Natürlich unterdessen alle looten, was ich irgendwie looten kann. Weil ist ja nicht verkehrt, wenn man den ganzen Schrott irgendwie beiseite hat. Oh, einmal winken bitte. Dann ist gut. Ich bin dir freundlich. Oh, gefühlt war ich an dem Terminal schon mal. Was für fortgeschrittene Responsor-Training registrieren? Willkommen zum Responsor-Hauptquartier. Responsor-Hauptquartier. Freiwilliger patrouillieren zum Schutz der Vorräte. Zum Erlernen, wie du als freiwilliger Responsor durch die Anlagen patrouillierst, ist von Nutzen. Für uns alle. Du musst die Vorräte überprüfen und darauf achten, dass unsere Ausrüstung sicher ist. Da du auch Feinden begegnen könntest, solltest du jederzeit wachsam sein. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Hört ja, das Holoband patrouillieren 1 an. Gegenstände. Holos. Habe ich zufälligerweise dabei. Wie gibt's denn das, dass ich das schon dabei habe? Für Responder. Fortgeschrittenes Training. Die Vorräte sichern von Kesha McDermott. Freiwillige der Responder, so wie du, müssen beim regelmäßigen Auffüllen der Vorräte helfen. Wenn auch nur eines unserer Lager leer ist, bekommen wir eine Menge Probleme. Da das deine erste Patrouille ist, erkläre ich dir alles der Reihe nach.
Geh nach unten und durch die Hintertüren, um zum Erstdiagnosezentrum zu gelangen. Diese Übung führt dich über den Flughafen Morgantown. Die Lager sollten regelmäßig aufgefüllt werden. Ach, man hat nur gewisse Versuche. Ja, okay. Egal. So. Wo muss ich hin? So, nach Vorräten. Ja, gut, das dürfte ich hinbekommen. Am Kochfeld könnte ich was herstellen. Hier ist ein Stimpack drin. Muss ich auch wieder in die Dingens packen, die Stimpacks. Irgendwas habe ich jetzt mitgenommen. Hätte ich vielleicht vorher lesen sollen, was ich da mitnehme. Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Ich gehe mal hier raus. Gehen wir mal raus nach Appalachia und gucken mal, was hier so los ist. Irgendwie komme ich hier mit der Mission gerade gut voran, aber irgendwie habe ich gerade extrem das Gefühl, diese Mission hätte ich schon mal gehabt. Vielleicht gibt mir deswegen ein bisschen Hauptmission oder ist mir die Hauptmission verloren gegangen, weil das verloren gegangen ist? Keine Ahnung. Könnte alles möglich sein bei dem Spiel momentan. Also, meh. Ich spiele das Spiel wahnsinnig gern, aber er hat halt doch ihre Bugs, seine Bugs. Es ist halt echt schade. Es ist ein gutes Spiel, finde ich persönlich. Ich kenne halt zwar die anderen Teile nicht. Fresh zum Beispiel hat mir gesagt, ey, hättest du die anderen Teile gespielt? Würde das auch nicht so gut finden, aber ich finde es halt mal gut. Weil ich halt das andere auch nicht kenne. Ey, lauf doch nicht da quer. Wo bist denn jetzt hingelaufen? Boah, wie ich das hasse. Ja, ich habe vorbeigeschossen, ist klar. Mann, und dann wabbelt er. Oh, leck mich. So. Wieder mein Jagdgewehr genommen. Oh, hat die Leiche irgendwas für mich? Nope. Ein Toilettenpapier, Stimpack, Superkleber ist dabei. Safe, benötigt Terminal. Echt jetzt? Was holt das nächste Holoband aus dem Safe? Okay. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. So, zack. Oh. Okay, zwei Stimpacks. Ja, kann man schon mal brauchen. Gute Arbeit, Freiwilliger. Im Diagnosezentrum kommen die meisten Opfer an. Also dürften die Vorräte hier wahrscheinlich immer knapp sein. Begib dich nach dem Auffüllen aufs Rollfeld. Responder Rocky hat sich im Verarbeitungslager in einem Frachtcontainer eingerichtet. Hey, du leistest gute Arbeit, Freiwilliger. Ich weiß, es ist hart, zwischen all den Verwundeten einfach nur die Regale aufzufüllen. Aber du musst das tun. Um die Verletzten kümmern sich andere Responder. Wir brauchen zuverlässige Leute. Wenn wir alle in Sicherheit sind, können wir an den Wiederaufbau denken. Die Welt ist nicht zerstört. Sie braucht nur Hilfe. Kann man sehen, wie man will. Also, für das nächste Vorratslager brauchst du einen Schlüssel. Den bekommst du von Responder Rocky. Sag ihm einfach, dass du für Kescher auf Patrouille bist. Okay, einfach mal ein Skelettbrustkorb. Wieso nicht? Okay, wir sollen dort mal gucken. Dann machen wir dies. Oh, hat ja doch irgendwie doch ein bisschen einen anderen Charme gerade, die Mission hier. Vielleicht ist es ja doch was anderes. Also kann mich ja auch irren. Dann gehe ich halt ein anderes Quest-Dingens jetzt gerade durch. Ist ja eh gut so. Wenn es ein bisschen was anderes ist.
Was hat den jetzt niedergestreckt? Egal. Erstmal wieder finden. Naja, egal, der ist verschwunden. Ich muss mir angewöhnen, dass ich instant dorthin laufe, weil sonst finde ich die nie wieder. Aber da war ich vorhin schon mal drin. Nehmen wir mit. Das Brettspiel. Können wir sicherlich gebrauchen. Hoffe ich mal. Wo bin ich? Ich bin über ein Skelett drüber gelaufen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, hier ist ein Safe drin. Besorge von Responsor Rocky den Schlüssel. Okay, okay. Ging ja relativ einfach. Einige Haarklammern dabei. Du solltest dich bei deinen Patrouillen beeilen, damit die Responder-Datenbank dich nicht aussperrt. Wir benutzen die Verarbeitungszentren, um Nahrungs- und Getränkevorräte für Überlebende zu lagern, die zur Erstdiagnose kommen. Es ist also ziemlich wichtig, dass alles gefüllt ist. Es ist ganz schön chaotisch, die Lager gefüllt zu halten. Seit den Verbrannten, naja, seit den Bomben, kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Glaube ich dir, glaube ich dir. Wie ich meinen Schülern immer gesagt habe, die Situation ist jedes Mal auf andere Weise hart. Aber das seid ihr auch. Ihr müsst nur hart genug sein, um es zu schaffen. Ist auf jeden Fall ein Lebensmotto. Dass man Mittel und Unterstützung haben muss. Niemand schafft es ganz allein. Okay? Geh jetzt weiter zur Klinik. So, aber ich probiere es trotzdem, mich komplett allein hier durchzuschlagen. Ist ja auch kein Verbrechen, das irgendwie alleine zu versuchen. Hier war ich vorhin schon mal drin, oder? Aber oben war ich nicht. Den müssen wir so machen. Ah, geil. Boah, 12-mal Aluminiumschrott in dem Ding drin. Das war ja jetzt richtig köstlich. Boah, Rückstoß, gedämpfte Panzerbrechende und schieß mich tot. Hast du nicht gesehen? Nicht anfassen, lesen. Nicht anfassen, diese Sachen funktionieren seit dem letzten Angriff der Verbrannten nicht mehr richtig. Also habe ich sie mit beständigem Zustand weggesperrt. Also nochmal, bitte nicht anfassen. Wir brauchen sie momentan ohnehin nicht. Miguel. Okay. Wenn du dann sagst, Miguel, höre ich auf dich, Miguel. Ja, irgendwie gefühlt komme ich mir vor wie verfolgt. Und wieso bin ich eigentlich vorher nicht hochgegangen? Aluminiumdose, Right Away, Heilmittel, Toilettenpapier. Ja, alle schöne Sachen, was wir hier wieder finden. Man sicherlich auch wieder brauchen kann. Für das ein oder andere. Ein Heilmittel haben wir gefunden. Im Eileimer. Boah. Im Schrottsammeln bin ich groß, ne? Der alte Müllsammler bin ich. Oh, 7 Meter. Oh, melde dich im Krankenhaus. Das haben wir mehr oder... Überprüfe die Vorräte in der Lagerkiste. Jo, das kriege ich, glaube ich, hin. Wenn ich nicht alles umwerfe. Der ist ja genau auf der anderen Seite. Deswegen können wir hier aber trotzdem munter looten. Ah, okay, die Verbrannten sind hier mal wieder seziert worden. So, mal gucken, ob wir hier reinkommen. Oh, fuck it. Oh, ich habe... Seit wann habe ich 31 Haarklammern? Also, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. An Haarklammern. Oh, einfach mal alles mitnehmen. Kann man sicherlich irgendwann mal gebrauchen.
Aber bevor dass ich hier die Vorräte hier irgendwie mitnehme. Ich gehe auch mal kurz die Leiter hier hoch. Nicht, dass sich hier irgendwas Geiles versteckt. Auch wenn ich dann vielleicht missionstechnisch eh nochmal hoch muss. Ach, das wäre dann für später. Okay, das wäre die Vierer. Aber wir gucken ja erstmal die Vorräte. Oh, das könnten wir auch wieder geben lassen. Machen wir gleich. Zack. Ah, okay. Machen wir mal weg. Dabei haben wir es ja mal. So, muss ich öffnen. Okay, genau die andere Richtung. So. Heilmittel, aufbereitet. Red Array, Red X, XL, Medix, Steady O, Stimpak, 14 Stück. Und Wenn du Patrouille schon mal da 4. bist, frag die Ärzte, ob sie besondere Vorratsanfragen haben. Geh danach zum Tower, deiner letzten Station. Okay. Mache ich. Wie du siehst, müssen wir diese gesamten Vorräte immer wieder auffüllen, um uns über Wasser zu halten. Ist da Helium sieht drin? so aus, als würde es in nächster Zeit ruhiger laufen. Der Tower ist auf dem Rollfeld. Das ist deine letzte Station. Okay. Ich bin so froh, dass wir dieses Programm ins Leben gerufen haben. So konnten wir viele tolle Freiwillige bekommen. Das erleistet in Flatwoods gute Arbeit. Ja, nee, ich beschwer mich nicht. Ich krieg gerade echt gute Sachen zusammen. Was ich hier alle brauchen kann. So, das nehmen wir mal mit. Wo du schon mal da bist, frag die Ärzte, ob sie besondere Vorratsanfragen haben. Achso, das hat man ja eh schon. Tower, deiner letzten Station. Ich hätte es ja auch übersehen können. Wie du siehst, müssen wir diese gesamten Vorräte. So, ja, hör das Babbeln auf. Warte. Hol los. Und es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit ruhiger laufen. Der Tau. Ah, halt die Klappe, sage ich da nur. Wir haben es durch. So, 30 Meter noch. Dann sind wir da gleich fertig. So wird mir das Hacken auch ein bisschen oder das Einbrechen in manchen Sachen hier beigebracht. So. Okay, melde dich im. Wo muss ich mich genau melden? So. Da dürfte die Kreismitte gleich sein. Psycho nehmen wir mal mit. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist ja hier oben irgendwo. Wir brauchen alle Leute in der Basis am Flughafen morgen. Wo kommst du her? Okay, dann nicht. Ach so, ich dachte, das wäre sowas gewesen. So, benutzt mal erstmal das Terminal. So, sieh in den Ressourcenanfragen nach, um das Holoband zu erhalten. Keine Flugverkehr auf dem Radar. Aha, Fracht. Ich habe die Luftschutzsirene und das Meldesystem an das FVK System abgeschlossen. Ich habe Jeff gebeten, die Berichte in den dem diese automatischen Frachtvertrieb Bots immer landen mit einem Kreis zu markieren. Der Rest der Flugzeuge ist für sie vermutlich etwas zu überladen. Was das für euch bedeutet, wenn das FVK-Radar einen sich nähernden Fertibot erfasst, schickt es eine Mitteilung an diesen Terminal, das dann die Luftschutzsirenen auslöst und eine Nachricht absendet. Hoffentlich verschafft uns das genug Zeit, um uns an die Landezone zu mobilisieren und sie von ungebetenen Gästen freizuhalten, die
der Fertibot bei einem Anflug unweigerlich anziehen wird. Sollte der Fertibot in der Landezone eine feindliche Präsenz wahrnehmen, wird er den Abwurf abbrechen, was wir natürlich auf keinen Fall wollen. Stellt daher sicher, dass der Bereich um die Landezone absolut frei von Feinden ist. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, kommt in meine Werkstatt und was erste große Hangar, den ihr von eurem Notfenster aus sehen. Sunny. Aha, okay, zurück, Nachrichten. Wir brauchen alle Leute in der Basis am Flughafen Morgantown. Ich wiederhole. Hat jemand Larry Pinkerman gesehen? Ei. An alle, bitte haltet nach Larry Pinkerman Ausschau. Er wird seit einigen Tagen vermisst, falls ihr noch keine Bekanntschaft mit ihm gemacht habt. Er ist ungefähr 1,82 groß, hat braunes Haar, grüne Augen und ist Mitte 50. Er kann zusammen mit der letzten Flüchtlingsgruppe an. Er ist euch vielleicht noch nicht als der Elektriker in Erinnerung, der ungebeten an unseren Hauptcomputer gearbeitet hat. Er tat dies bestimmt in guter Absicht. Doch wir waren gezwungen, ihn aus der Kommandozentrale zu werfen. Ich hoffe jedenfalls, dass es ihm gut geht. Er hat sich meinen einzigen Schraubenzieher geborgt, den ich gerade sehr dringend brauche. Wenn ihr Larry also seht, schickt ihn bitte zu mir. Jeff Nakumara. Ich war fast von Anfang an ein Mitglied der Responsa. Wie ihr alle habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Leben anderer zu retten. Wie oft, weiß ich schon gar nicht mehr. Unsere Mission ist wichtig. Deswegen können wir uns vor der verstellernen Bruderschaft nicht herumstoßen lassen. Natürlich werden wir jedem helfen, wen wir es können. Aber ihr alle wisst, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und die Bruderschaft verlangt nach immer mehr Ressourcen und Vorräte und die Verbrannten aufzuhalten. Nun, die Verbrannten sind hier nicht die einzige Bedrohung. Die Sponsor wollen keinen Krieg heraufbeschwören. Wir sind Heiler, wir sind Lehrer, wir sind keine Soldaten. Wenn die Bruderschaft euch um eure Munition, eure Stimpacks, euer Wasser oder was auch immer bittet, denkt gut darüber nach. Irgendwer da draußen könnte diese Vorräte zum Überleben brauchen. Wenn sie euch bitten, sich ihnen anzuschließen, weil sie eure Fähigkeit nutzen könnten, dann denkt daran, dass wir diese Fähigkeit mindestens genauso brauchen, vielleicht sogar noch mehr. Wir haben keine Powerrüstungen und schwere Waffen. Alles, was wir haben, sind Training, Wissen und Mut. Aber bisher hat das gereicht. Und ich hoffe, wir können dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Ich sage nicht, dass die stählerne Bruderschaft unser Feind ist. Wir sind auf derselben Seite, aber in letzter Zeit waren wir auch nicht immer Freunde. Ich bitte euch daher euch nur darum, euch auf die Mission zu konzentrieren, auf unsere Mission, ganz gleich, worum es sie euch bitten. Oh, Bekannte von... Es gibt traurige Neuigkeiten, Leute. Einige von euch haben vielleicht schon von was Rachel gehört, aber falls ihr es noch nicht wisst, sie hat sich von ihrem Sponsor verabschiedet und ist der stählernen Bruderschaft beigetreten. Initiiert zu arbeiten. Sie wird uns allen fehlen und wird wünschen ihr alles Gute. Die wenigen Sanitäter, die uns noch geblieben sind, arbeiten mittlerweile rund um die Uhr. Wir werden das medizinische Ausbildungsprogramm nochmal starten, um die Lücken zu füllen. Meldet euch bitte dafür, falls ihr Zeit habt. Kavis. Oh, siehe in den Responsa nach. Da sind sie. Oh, Responsa Dessa bittet um ein Dutzend neue Waffen und genauso viele Stimpacks. Rocky benötigt mehr Nahrung für das Abfertigungszentrum. Anmerkung:
Leite alle von Flatwoods aus ankommende Nahrung an seinen Standort weiter. Miguel braucht schon wieder einen neuen Protektor. Anmerkung, das ist schon der 4. diesen Monat, also soll er seinen alten noch eine Weile weiter benutzen. Sponder Kesha, McDermott bittet um Ausrüstung für Boden-Dingens. Egal. So, wir haben es gefunden. So, komm mal her. So, aber wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Ein bisschen was haben wir wieder schon geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao, tschüss.